Hallo und herzlich willkommen bei Fox Scout Survival. Viele von euch hatten sich gewünscht, Yannick, stell doch mal bitte die Ausrüstung vor, die du auf der Zero-Übung dabei hattest. Das würde uns interessieren. Einfach mal die Artikel durchgehen und warum hast du dich dafür entschieden? Was hat gefehlt? Was hättest du gerne noch dabei gehabt? Einfach mal so einen ganzen Ausrüstungstalk. Und genau das werden wir jetzt einmal machen. Dann lasst uns gar nicht lange um den heißen Brei rumreden und wir fangen direkt an. Erstes Ausrüstungsgegenstück war der Smog von Leo Köhler. Warum der Smog? Für mich war der Smog elementar, weil ich eine andere Herangehensweise hatte diesmal. Und zwar habe ich kein Dreilinienprinzip gehabt, hatte auch keine Chestrake oder eine Kampfmittelweste oder sowas dabei, sondern ich habe gesagt, okay, ich habe eine First und eine Second Line und das war's. Die First Line war der Smog, die Second Line war der Rucksack. Der Smog war sowas wie mein erweitertes Survival Kit. Hier war alles Notwendige drin, was ich brauchte, um in dem Gebiet, wo wir unterwegs waren, zu überleben. Denn die Ausrüstung müssen natürlich an das Gebiet angepasst sein, wo man operiert. Ich hatte also ein Survival Kit dabei, eine Trinkflasche, ein Erste-Hilfe-Set, ein Poncho hinten drin, falls es regnet oder schneit. Und diverse Kleinteile wie Messer etc. Darauf gehen wir aber später nochmal genau ein, was da drin war. Und selbst wenn ich den Rucksack halt abwerfen müsste oder verlieren würde, hätte ich alles Überlebensnotwendige erstmal am Mann. Für genau sowas ist ein Smog gut. Also falls man sowas macht wie eine Survival-Tour, falls man natürlich auch militärisch unterwegs ist, kann das, gerade wenn man so Long-Range-Patrols macht oder sowas, für sowas ist ein Smog richtig gut. Ein Smog ist nicht immer gut und ein Smog braucht man auch nicht zwangsläufig, wenn man jetzt Outdoor irgendwie was macht. Weil solche Taschen und das ganze Gerödel darin kann natürlich auch stören, je nach Tätigkeit. Grundsätzlich aber für diese Übung war der Smog wirklich die perfekte Wahl und den habe ich auf keinen Fall bereut. Leo Köhler ist auch eine super Firma. Der Smog befindet sich in einem mittleren Preissegment. Der ist bezahlbar, aber hochwertig verarbeitet. Der hat ein Ripstop-Gewebe, ist einfach sauber genäht. Alles ist da, wo es sein soll. Es ist durchdacht. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Es gibt da krassere Smogs mit noch krasseren Materialien und besseren Features. Aber was hier auch ganz wichtig ist bei Leo Köhler, der hat auch die Wilderer-Tasche hinten dran. Und das ist eigentlich super und mehr braucht man nicht. Ich würde nicht in Preissegmenten unterhalb dem von Leo Köhler gucken, wenn ihr euch zum Beispiel einen Smog zulegen wollt. Vergesst bitte Miltech und so ein Kram. Das sind einfach vernähte Dinge und ich glaube, das ist auch kein Ripstop-Gewebe bei Miltech. Die sind auch Mist. Also darüber lest ihr auch nur, dass die Taschen rausreißen etc. Also da nicht irgendwie in diesen Billigsegment schauen, sondern wenn, dann eher ein bisschen höherklassiger oder halt einfach Leo Köhler. Ich feiere die Firma, die ist super. Und von daher für den auch volle Empfehlung. Hier nochmal ein kleiner Tipp. Das ist jetzt zum Beispiel ein Smog von der irischen Armee in Paddy Flag, so heißt die Tarnung. Der ist schwer zu bekommen, aber den von der britischen Armee in DPM, den kriegt man richtig günstig. Also falls ihr einen Smog haben wollt und ihr wollt nicht viel Kohle ausgeben oder habt nicht viel Kohle, ist das eine super Alternative. Die Dinger sind auch genauso angelegt von den Taschen, ist auch Ripstop, ist nur ein anderes, ist dann halt ein anderes Tarnmuster, dann ein spezifisches Tarnmuster. Und ich glaube... Genau, der irische hat keine Wilderer-Tasche. Ich weiß nicht mehr, wie das beim britischen war. Ich glaube, der hatte eine. Das müsstet ihr auch nochmal nachschauen. Aber die kriegt ihr für unter 50 Euro eigentlich gebraucht. Von daher ist das eine gute Alternative, falls ihr doch einen haben wollt und halt nicht unbedingt neue Ware sein muss oder halt irgendwas ganz Besonderes. Wie gesagt, den irischen ist der sehr, sehr schwer zu bekommen, weil ja, es gibt nicht viele irische Soldaten und deren Military Surplus geht nur schwer auf den Gebrauchtmarkt. Von daher ist das ein kleiner Schatz von mir. Meine Stiefelwahl. Ich hatte mit den Lova C4 mit TF. Den kenne ich einfach in- und auswendig. Meine Füße kenne ich in- und auswendig. Und ich weiß ganz genau, ich laufe mir mit diesen Schuhen keine Blasen. Außer irgendwas ganz Absurdes würde passieren. Von daher laufe ich damit immer tipptopp. Die sind jetzt schon fast ausgelatscht. Also lange machen die, glaube ich, nicht mehr. Ich habe die jetzt schon seit 2016. Und ja, man hätte einen schwereren Schuh nehmen können, keine Frage. Es gibt Leute, die sagen im Alpinraum ist schwere Schuhe. Verstehe ich auch, macht auch Sinn. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt keine Experimente. Ich weiß, ich laufe mir hier keine Blasen, egal in welchem Gelände. Und von daher nehme ich lieber die mit, anstatt jetzt, ich habe einen schwereren Schuh. Aber anstatt den mitzunehmen, wo ich nicht so genau weiß, wie der sich in so einem Raum macht, wenn ich den lange anhab. Von daher keine Experimente gemacht, die genommen. Und war richtig so, ist nichts passiert mit. Ich hatte den Schuh komplett gewachst und imprägniert. Der war komplett wasserdicht, da ging kein Wasser rein. Das kam dann oben rein, hattet ihr ja gesehen. Aber da das ein leichter Schuh war mit einem Mischgewebe, war der sehr leicht zu trocknen mit nur einem Teelicht, und zwar das ganze Paar. Das war halt mega. Und ich glaube, das wäre mit einem schweren Stiefel nicht so einfach gegangen. Von daher war das tatsächlich auch nochmal ein guter Faktor, den ich jetzt so gar nicht bedacht hatte und
das sich einfach als glücklicher Zufall herausgestellt hatte. Aber das hat auf jeden Fall funktioniert. Da wir gerade bei dem Thema sind, was hätte ich gerne dabei gehabt, was ich nicht dabei hatte? Gamaschen. Denn der Schuh wurde nass und ihr habt das gesehen, der Schnee war so ungefähr kniehoch teilweise und der ist da einfach reingeflogen. Gamaschen wären sehr nützlich gewesen oder meine Überziehschuhe wären auch sehr nützlich gewesen. Die heißen KSK-Überziehschuhe, werden von der Bundeswehr ausgegeben und die Teile sind total super. Ich hatte die damals auch immer auf Übungen im Schnee. Ein Video zu den Schuhen findet ihr hier oben, ist ein bisschen älter, aber da gehe ich nochmal genau drauf ein, was die können. Und ja, die hätte ich unglaublich gerne dabei gehabt. Leider war dem nicht so. Also das auf jeden Fall als Faktor. Die haben jetzt ein gewisses Packmaß, auch wenn man die klein macht. Muss man sich überlegen, zwei Stück davon. Gamaschen nehmen ein bisschen weniger Platz ein, aber die hier sind noch ein bisschen zuverlässiger, meiner Meinung nach. Das ist eine sehr, sehr sinnvolle Anschaffung der Bundeswehr gewesen. Nächstes Mal werde ich sowas dabei haben, wenn ich weiß, dass es auch nur ansatzweise Schnee geben könnte. Auf jeden Fall, das ist etwas, was ich schon ein bisschen bereue. Das hätte ich echt gern dabei gehabt. Unten drunter hatte ich Funktionsunterwäsche an, also ein Langarm-Shirt etc. Und da wäre Merino vielleicht noch besser gewesen, hatte ich jetzt aber nicht zur Hand. Wollte ich nicht extra kaufen für die Übung. Und im Nachhinein muss ich sagen, wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, war aber nicht notwendig. Also ich bin auch so super klar gekommen, auch mit einem Fleece-Pullover, den ich hatte als Kälteschutz, hat auch gut funktioniert. Muss man aber auch dazu sagen, es war ja nicht nass, es hat nicht geregnet etc. Da wäre dann vielleicht die Sache anders gewesen, aber so bin ich damit super zurechtgekommen. Hose hatte ich, glaube ich, die 5-11 Striker oder sowas heißt die. Hole ich jetzt nicht extra vor. Ich persönlich finde Hosen langweilig. Die will ich jetzt nicht hier groß besprechen. Ist halt eine Hose. Und warum 5-11? Bin ich jetzt eigentlich kein Riesenfan von der Marke von. Habe ich aber mal zum Testen bekommen von Obramo. Von daher habe ich die hier und habe die dann halt benutzt. Passt auch farblich wunderbar zum Smog. Hat ein paar Taschen. Alles gut. Was hatte ich sonst dabei? Ich hatte insgesamt 4 Flaschen Wasser dabei, je 1 Liter. Ich glaube, das waren fast alles Nalgene-Flaschen. Ich glaube, es waren sogar Nalgene-Flaschen. Auf jeden Fall werden viele von euch denken, boah, Yannick, warum 4 Liter Wasser? Das ist doch viel. Das sind 4 Kilo. Das ist Gewicht. Ja, ist es. Aber man muss sich auch vor Augen führen, dass es eine militärische Lage war, also eine taktische Lage. Und in taktischen Lagen weiß man nicht, wann man das nächste Mal an Wasser kommt. Es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel, ich laufe jetzt durch den Wald und da ist nichts. Ich kann an jedem Bach anhalten, kann mir ein Feuer machen, Wasser abkochen, aufbereiten. Das weiß ich ja nicht, wie die Lage ist. Und vor allen Dingen in den Bergen weißt du nicht, wann du das nächste Mal auf den Bach triffst. Von daher mehr Wasser mitnehmen als normal. 4 Liter hat bei mir jetzt perfekt gereicht. Ich hatte immer Wasser. Ich habe nicht einmal irgendwie denken müssen, okay, bisschen mehr sparsam. Sondern ich konnte richtig trinken in vollen Zügen und konnte das immer rechtzeitig wieder auffüllen. Von daher war das echt super und auch gut gelöst. Weniger wäre schlecht gewesen, mehr wäre nicht nötig gewesen. Auch wenn man sagen muss, dass zum Beispiel Redbeard Tactical immer empfiehlt, 6 Liter mitzunehmen. Weil das auch das ist, was die US Army empfiehlt. Für den täglichen Bedarf eines Soldaten 6 Liter Wasser im Kampf. Und ja, hätte man machen können. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, 4 ist die goldene Mitte. Ich glaube, ich hatte auch nicht mehr Flaschen, ehrlich gesagt. Und damit bin ich tipptopp ausgekommen. Ich hatte sogar noch mehr mit. Ich hatte neben den 4 Liter Wassern sogar noch den Flachmann mit. Da waren nochmal 210 Milliliter drin. Und das war ja das Wegewasser, hatte ich genau erklärt im Video. Von daher gehe ich jetzt gar nicht mehr so genau drauf ein. Hier habe ich auch die Elektrolytlösungen reingekippt, mit Wasser aufgefüllt und konnte das dann beim Gehen trinken, damit man halt nicht krampft. Und das war's. Da war jetzt kein Alkohol drin oder so, auch wenn man manchmal gesehen hat, dass da was Farbiges drin war. Wie gesagt, das war die Elektrolytlösung. Könnt ihr mir glauben oder auch nicht. Ich würde in der militärischen Lage nicht saufen. Kann ich nicht empfehlen. Ansonsten hatte ich noch dabei 2 Expander. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich erklären muss. Es sind halt so Bänder, die man ineinander haken kann. Und damit kann man dann auch, ja, die sind dehnbar. Kann man was zum Beispiel außen am Rucksack festzurren. Das ist eine super Möglichkeit, falls man plötzlich irgendwie noch was mitnehmen muss, was man jetzt so nicht bedacht hatte. Und man zurrt das eben um den Rucksack fest. Habe ich grundsätzlich eigentlich immer dabei. Weil, wie gesagt, wenn irgendwas Unvorhersehbares kommt und ich brauche mehr Volumen, dann kann ich mir vielleicht auch was bauen aus einem Poncho, in dem ich ein paar Sachen einwickle und dann draußen festziehe oder so. Deswegen ist das immer eine super Möglichkeit, zusätzlich Packmaß Stauraum zu gewinnen. Ansonsten natürlich auch Paracord, das einmal in vorgefertigte Stücke und einmal ein längeres Stück Paracord, einfach falls man es mal braucht. Und so ein kleines Ding Panzertape hatte ich dabei, um Holz gewickelt.
Falls man was reparieren muss oder so, das sollte man immer dabei haben, so ein bisschen was zum Flicken. Und ich hatte dabei so ein kleines Bundeswehr-Nähset, wo ich jetzt auch auf Instagram einen Post zugemacht hatte, warum das sinnvoll ist. Wenn man schnell was reparieren muss von der Ausrüstung oder so, dann kann man das mit sowas super machen, nimmt nicht viel Platz weg, wiegt nichts. Aber der Effekt kann sehr groß sein auf seine Ausrüstung und damit auch auf die Durchhaltefähigkeit. Andere Sache, die ich auch mal dabei habe, ist so ein kleines Desinfektionsspray oder Gel, einfach um immer seine Hände sauber halten zu können. Weil wenn man jetzt zum Beispiel defekieren war oder irgendwas angefasst hat, was vielleicht irgendwie bakteriell oder virentechnisch belastet sein könnte, einfach mal schnell die Hände desinfizieren, dann ist man wieder ja, relativ grundgesäubert. Und man kennt das, man fasst sich irgendwie ins Gesicht und wenn man jetzt über Tage draußen ist und hat irgendwie, wie gesagt, irgendwelche Sachen angefasst, die man jetzt nicht so anfasst, dann reibt man sich das ins Gesicht, in die Augen und das kann natürlich auch zu Problemen führen. Von daher hier und da mal die Hände desinfizieren, vor allen Dingen vor dem Essen, nach dem Essen, ist immer ganz wichtig. Von daher so ein kleines Spray im Kit zu haben, absolut elementar. Oder halt ein Stück Seife ist natürlich auch möglich, aber auch da in der militärischen Lage Seife, Blasen etc., das kann euch wieder verraten, wenn da so eine Stelle ist, wo überall Seifenblasen sind, ne? Ein paar Fußspuren, das sagt schon wieder viel aus für jemanden, der einen verfolgen würde. Der Steffen von Adventure Gear Projects hatte mir ja noch dieses kleine Kit zugeschickt. Von daher habe ich das auch benutzt und zwar habe ich daraus ein Bubu-Kit gemacht. Was ist ein Bubu-Kit? Ich reiß das mal kurz an, vielleicht mache ich mal ein eigenes Video drüber. Da sind grundsätzlich ein paar Sachen drin, die das Durchhalten erleichtern. Ich habe jetzt tatsächlich sogar noch eine Batterie mit drin und mein Ding ist kaputt gegangen, sehe ich gerade. Ja, normalerweise wasserdicht verpackt und da sind zum Beispiel Sachen drin wie Blasenpflaster. Weil Blasen an den Füßen ist ein kleines Auerbubu, aber wenn ihr lange unterwegs seid, kann das zu einem richtigen Problem werden und euch ja, eigentlich alles kaputt machen, bis zu einem Punkt, wo ihr gar nicht mehr laufen könnt. Von daher kann so eine kleine Blase so viel ausmachen, die muss behandelt werden. Da war auch Elektrolytlösung drin, meine Frobiase-Tabletten waren da, glaube ich, die hatte ich im Paddling. Hier sind noch Notfallbatterien drin. Was war da noch drin? Kopfschmerztabletten, 2 Stück oder so. Ein paar Pflaster. Das sind halt alles so Sachen. Das ist kein Erste-Hilfe-Kit oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein Bubu-Kit. Also für Kleinigkeiten, kleine Verletzungen, die halt, wenn sie unbehandelt bleiben, auf Dauer zu Problemen führen können. Und so Sachen, die die Moral hochhalten. Halt, da kann man auch zum Beispiel noch einen Schokoriegel reinpacken, so einen Notfallriegel oder so. Wie gesagt, Elektrolytlösung war drin. Die zeige ich euch jetzt auch einfach nochmal. Ich hatte dann von Elektrotrans, so heißt die Firma, diese Elektrolytlösung, eine Glucose-Elektrolytlösung für Durchfallerkrankungen. Ja, hier ist nämlich nochmal auch Zucker drin, was auch nochmal ein kleiner Booster ist und auch generell hilft beim Stoffwechseln. Deswegen hatte ich mir das geholt, anstatt jetzt so eine Sportlermischung, wo meistens nämlich, glaube ich, kein Zucker drin war. Gibt vielleicht auch noch bessere oder schlechtere, ich weiß es nicht. Ich habe damit super gute Erfahrungen gemacht, war tipptopp. Und ansonsten hatte ich noch Frobiase Sport. Und zwar habe ich das so gemacht, die habe ich tagsüber genommen. Ich glaube, eine pro Tag einfach ins Wasser rein und dann über den Tag verteilt getrunken. Und morgens und abends hatte ich mir jeweils eine halbe Tablette Frobiase Sport reingezogen. Da ist jetzt zum Beispiel drin Magnesium, Kalium, Calcium, Eisen, Zink, Jod, Vitamine E, C, D sowie alle 8 B-Vitamine. Also so ein richtiger Komplex ist da drin und das schmeckt auch noch super. Tipptopp. Ne? Dann bleibt man damit relativ gesund. Man nimmt halt alles zu sich, was man so braucht. Vor allen Dingen sorgt es dafür, dass der Muskelkater nicht so stark ist. Es ist halt auch Magnesium drin, beugt Krämpfen vor. In der Kombo habe ich super Erfahrung gehabt. Ich hatte kaum Muskelkater, obwohl die Belastung hoch war. Und ich hatte keinerlei Krämpfe, nicht ein einziges Mal, also auch da tipptopp. Super Kombo, kann ich euch nur so empfehlen. Die gesamte Ausrüstung und auch diese beiden Produkte habe ich hier unten in der Videobeschreibung für euch mal verlinkt. Könnt ihr dort direkt beziehen. Ja, das sind Affiliate-Links, ich verdiene daran eine Kleinigkeit, ihr habt aber keine Mehrkosten. Und ich wollte noch sagen, ich wurde nicht von einem dieser Firmen gesponsert. Die habe ich mir einfach so geholt und empfehle die aufgrund eigener Erfahrungen. Ja, das einfach nur so viel dazu. Also alles, was ihr sucht oder jetzt interessant findet, könnt ihr hier unten direkt anklicken. Einmal sauber aufgelistet. Als Nahrung hatte ich dabei eine Packung Panzerkekse. Also von der Bundeswehr diese Leibniz-Kekse, sag ich mal. So Leibniz-Kekse, nur ekliger. 4 Riegel Cranberry, so Energieriegel.
auch von der Bundeswehr. Und diesen einen Energy Cake hatte ich noch. Und jetzt lasst mich mal überlegen, hatte ich noch was dabei? Ich glaube, ich hatte noch so eine kleine Dose, also wirklich sehr klein, so eine Fischpastete oder sowas. Ja, nicht, weil ich mir das jetzt wirklich ausgesucht hatte. Ich hatte ein EPA dabei, das habe ich mitgenommen. Und das ist aber so nicht durchgewunken worden. Das wurde mir dann so... Das darfst du behalten. Ich hatte auch noch eine Packung Nüsse eigentlich geplant mitzunehmen. Auch die wurden mir abgenommen. Also das war das, was ich jetzt nur dabei hatte. Packung Kekse, 4 Riegel und ein Energy Cake. Roundabout, der Energy Cake hatte glaube ich 400-500 Kalorien. 1000 Kalorien. So, Pi mal Daumen. Ne? Mit den Elektrolytlösungen vielleicht maximal 1050, 1100 Kalorien. Bei einem Kalorienbedarf von 3500 bis 4500, was wir da wahrscheinlich so hatten, nicht nennenswert. Naja, das war das Essen. Ansonsten Schlafsack. Ich hatte dabei den Carinthia Defense 4. Ich habe den jetzt hier nicht komprimiert, damit die Wärmeleistung nicht verloren geht. Warum den? Viele Leute denken immer so, boah, alle benutzen den Carinthia Defense 4. Das muss ja das Beste sein oder so. Ich habe den nicht, weil er der Beste ist. Ich habe diesen Schlafsack schlicht und ergreifend aus einem Grund. Ich habe nur diesen Schlafsack. Und zwar ist der aus dem Bundeswehrbestand. Ich habe den halt nach der Bundeswehr behalten. Meinen alten. Ich habe jetzt gerade einen brandneuen ausgegeben bekommen. Von daher tipptopp. Und das ist der einzige Grund, warum ich den benutze. Nicht, weil ich gesagt habe, boah, ich habe mir voll die Gedanken gemacht, ich nehme den Schlafsack. Sondern der funktioniert. Ich finde den gut. Ich weiß, es gibt bessere. Es gibt auch bessere Packmaße, bessere Wärmeleistungen. Vom Preis ist der von Snugpack auch extrem gut. Den kann ich euch auch empfehlen. Da kann ich euch auch nochmal einen Produkttest von Red Beard Tactical unten posten, von dem Blog. Die haben den mal getestet. Der soll auch richtig gut sein. Aber wie gesagt, ich habe den hier und ich kaufe nicht extra einen neuen Schlafsack, wenn ich einen habe. Der funktioniert für mich tipptopp. Ich bin damit zufrieden. Neu kaufen würde ich ihn nicht. Ich würde ihn gebraucht kaufen. Den kriegt man gebraucht recht günstig. Zum Beispiel von der holländischen Armee oder von der Bundeswehr. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht. Aber ja, oder ihr lasst euch den halt einfach mit eurem Reservisten-Sachen ausgeben, wenn ihr zur Bundeswehr geht. Ja, das war mein Schlafsack. Ansonsten hatte ich noch dabei den Biwaksack, auch von Bundeswehrbestand. Ich weiß gar nicht, von welcher Firma der ist. Ich glaube, Feuchter heißt die. Oder ist das auch Carinthia? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Dinger sind top, muss ich nicht viel zu sagen. Kriegt ihr auch meistens gut gebraucht, günstig. Auch Bundeswehr oder holländische Armee sind da immer die Anlaufpunkte. Und ja, also das ist immer mein absolutes Grundsetup. Ich hatte jetzt noch den Poncho dabei, den hätte ich noch als Tarp benutzen können, auch wenn das Ding an sich wasserdicht ist. Aber Tarp abspannen ist in so einer militärischen Lage eigentlich nicht sinnvoll, vor allen Dingen, wenn man gejagt wird, so bis du das wieder abgebaut hast. Hat man euch, von daher müsste man das zurücklassen und alles, was ich mitschleppe, was ich potenziell eh zurücklassen würde, ist eigentlich unnötiger Ballast. Neben dem Biwaksack und dem Schlafsack hatte ich noch dabei die BW Faltisomatte. Ist die alte Isomatte der Bundeswehr, die haben mittlerweile eine neue. Ich habe mir die noch nicht genau angeguckt, ich weiß gar nicht, ob das eine aufblasbare ist. Wenn ja, halte ich das für nicht so sinnvoll, weil das braucht einfach wieder mehr Zeit. Ja, der Komfort ist besser, aber es ist auch anfälliger, weil diese Isomatte kann nicht kaputt gehen. Das ist einfach nur so ein Schaumstoff oder sowas. Was soll damit passieren? Das kann, wenn du da reinpiekst, kommt da keine Luft raus, wie bei einer Aufblasbahn, sondern die ist halt unzerstörbar, die kriegt dann mit der Zeit halt Löcher oder so kleine Risse, aber nichtsdestotrotz bleibt sie einsatzbereit. Und das ist auch der nächste große Faktor, ich muss nicht die Luft rauspressen oder so. Wenn ich jetzt abhauen muss und ich packe mein Biwaksack, wo alles drin ist, über die Schulter, muss ich den irgendwo noch die Luft rausdrücken, dann später, wenn ich da weggelaufen bin oder sonstiges, bis ich das mal wieder verpackt habe. Die kann ich einfach reinschmeißen, weil ich falte die schnell zusammen, rein in den Rucksack und los. Das ist super nützlich. Kostet auch nichts, also falls ihr noch Interesse an sowas habt, kriegt man auch auf Kleinanzeigen, eBay für, ich glaube, unter 10 Euro. Ich finde die super, ist halt kein super Komfortding, aber funktioniert hervorragend. Ansonsten nochmal kurz zusammengefasst, was war noch an zusätzlicher Kleidung oder an Wechselkleidung dabei? Ich hatte 3 Paar Socken, eine Unterhose, 2 T-Shirts, das war ein Exoschutz zum Wechseln, einmal Kälteschutz, die bereits erwähnte Fleecejacke war das, eine Mütze aus Merino-Wolle und den Buschhut hier von UF Pro, meiner Meinung nach der beste, den es so gibt an Buschhüten. Super verarbeitet, dieser Kordelzug sorgt dafür, dass euch das Ding nicht von der Rübe fällt. An sich bin ich jetzt kein Riesenfan von UF Pro, aber das Teil ist echt geil. Also ich glaube, meiner Meinung nach gibt es auch keinen besseren Buschhut. Verlinke ich euch auch hier unten drunter, falls euch das interessiert. Ansonsten hatte ich ein kleines Moskitonetz dabei. Das habe ich eigentlich immer dabei.
wenn ich draußen penne. Und zwar ist das einfach nur so ein Ding, das nehme ich auch immer in Kombination mit einem Buschhut oder mit einer Cappy. Cappy nachts auflassen oder Buschhut auflassen, das Netz drüber, weil dann habt ihr den Abstand, dass Mücken oder Viecher, die euch halt anfliegen wollen, nicht zu euch kommen. Weil wenn das Netz euch auf dem Gesicht aufliegt, dann sticht die Mücke einfach durch die Maschen durch. Dann bringt euch das nicht so viel. Das hatte ich dabei und einen Schal und noch zusätzlich den Tarnschal, sieht man auch in dem Video, dass ich den benutze, und ein Rucksackcover, falls es regnet. Weitere langweilige Gegenstände, die ich dabei hatte, die GoPro, GoPro Equipment, Akkus, alles in so einem Pouch drin. Ansonsten das Medikit, also einfach hier so ein kleines Erste-Hilfe-Set. Oder wie viele Leute immer sagen, IFAC, weil mein IFAC ist eigentlich was anderes, aber egal. Survival Kit hatte ich dabei, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und natürlich das bereits erwähnte Bubu Kit. Und ansonsten nur noch mein Handy. Ich glaube, damit habe ich grob alles abgefrühstückt. Und natürlich Messer hatte ich dabei, und zwar 2 Stück. Als Messer hatte ich dabei ein Steinbock Custom Messer. Ein Video dazu findet ihr hier oben auch nochmal verlinkt. Das habe ich nämlich natürlich auch einmal vorgestellt. Und das ist ein super Messer, wenn es um Survival und Outdoor geht, Bushcraft. Ich habe jetzt extra kein Kampfmesser mitgenommen, weil ich wollte da ja auch keinen abstechen oder so. In der richtigen militärischen Lage hätte ich eher was genommen, was auch fürs Kämpfen geeignet gewesen wäre. Aber das war da ja auch nicht Sinn und Zweck in der Übung. Von daher habe ich das mitgenommen. Ich habe es nicht gebraucht, aber besser noch ein Messer, ne? Ruhrpott Outdoor. Von daher, Grüße gehen raus. Ja, das war mein Hauptmesser. Beim Backup-Messer fiel meine Wahl auf das Mercator K55K, was heute von Otter produziert wird. Und das, weil es so unglaublich dünn ist. Und zwar kann man das extrem gut verstecken. Auf die Idee bin ich auch gekommen, weil ich mal ein Video über dieses Messer gemacht habe, also über das Mercator-Messer. Und ich verlinke euch das mal hier oben. Da ging es darum, dass so ein Messer über 100 Jahre im Besitz einer Familie war. Und das war im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Und auch in Kriegsgefangenschaft, und dort konnte das versteckt werden, weil es so unglaublich flach war. Das heißt, der Kriegsgefangene, der das dabei hatte, der hatte dann immer so ein Werkzeug in diesem Gefangenenlager, was halt eigentlich keiner haben durfte, wurde beim Filzen aber nie entdeckt, weil es so unglaublich dünn ist. Und deshalb habe ich es auch mitgenommen, falls ich gefangen genommen werde, dass ich das noch verstecken kann und halt ein Messer habe. Und tatsächlich konnte ich das sogar verstecken. Ich habe das in dieser Siri-Serie nicht so richtig thematisiert, weil ich darüber kein Bildmaterial hatte und das nicht richtig veranschaulichen konnte. Vielleicht erzähle ich die Geschichte mal bei Gelegenheit. Auf jeden Fall Topmesser, gerade so als Notfall-Backup-Messer, kann ich auch nur jedem Soldaten irgendwie ans Herz legen, so eins noch irgendwo in die Tasche zu stecken, weil die Dinger sind robust, funktionieren immer und sind super leicht zu verstecken. Schauen wir jetzt einmal in die Pouches rein. Wir fangen einfach mal an mit dem Erste-Hilfe-Pouch, den ich dabei hatte. Das ist so ein aufklappbarer. Was war da jetzt drin? Hier ist ein Tourniquet drin. Natürlich hier so eine Verbandsschere, so eine tolle, aber jetzt keine unnötig teure von Leatherman. Ein Chest-Seal, warum auch immer ich das mitgenommen habe. Wie gesagt, falls jetzt irgendein Sani dabei ist von euch oder so ein Tactical Sanitäter oder sonst irgendwas, nehmt mich nicht auseinander. Ich habe das nicht super krass durchdacht oder so. Ich habe da einfach ein paar Sachen reingestopft, wo ich dachte, das könnte sinnvoll sein. Israeli Bandage, weil mit Tourniquet und Israeli Bandage bin ich ja wieder vertraut, dank des Kurses von Tactical Response Concepts. Da habe ich ja einen Bleeding Control Kurs gemacht. Geiler Kurs, Video auch hier oben verlinkt. Eine Rettungsdecke, Wärme halt ganz wichtig, ein paar Handschuhe, eine einfache Mullbinde, Pflaster und noch irgend so ein Verbandsding. Ne? Das war's. Also relativ einfach, nichts Abgefahrenes, bis auf das Chest-Ziel, das ist ein bisschen abgefahren, weiß auch nicht, warum das da drin ist. Vielleicht, weil es dünn ist und noch reingepasst hat. Naja, zum Glück hat keiner auf uns geschossen. Auf jeden Fall, das war das Erste-Hilfe-Kit. So, Survival-Kit, was hatte ich da dabei? Hier muss ich sagen, da fehlen, glaube ich, wieder ein paar Sachen raus. Die hatte ich schon rausgeräumt. Unter anderem war da ein Feuerzeug drin. Das ist da jetzt nicht mehr drin, weil ich das rausgekramt hatte schon. 2 OBs als Zunder. Zunder in künstlicher Form nehme ich nur mit, wenn ich jetzt nicht auf einer richtigen Survival-Tour bin, wie jetzt zum Beispiel so einer taktischen Lage. Da kann es sein, dass ich mal einen Zunder brauche. Obwohl mir eigentlich von vornherein klar war, dass wir kein Feuer machen. Aber haben ist besser als brauchen. Dann hatte ich dabei, so ein Wollwachs ist das. Das ist ein richtig geiles Zeug, eine richtig geile Creme, wo man irgendwie richtig unglaublich fettig ist. Die
das kann man irgendwo draufschmieren, wenn man eine Wunde hat oder so zum Verschließen. Dass, wenn man spröde Stellen hat, aufgerissene Stellen, kann man das einfach als Schutzschicht drüber machen. Ist sehr sinnvoll. Einmal Bienenwachs. Da kann ich euch auch eine Anekdote zu erzählen. Ich habe immer sowas dabei, irgendwas für die Lippen. Ich bin kein Mensch, der das eigentlich benutzt. Aber ich war einmal auf einer Übung beim Bund. Da waren wir im, ich glaube, Gefechtsübungszentrum Hammelburg bei minus 20 Grad. Und es war so kalt, als ich 2 Wochen im Wald war, dass mir die Lippen aufgerissen sind. Und die sind so brutal aufgerissen, dass ich nachher wirklich gar nicht mehr, also fast gar nicht mehr essen wollte. Weil jedes Mal, wenn ich den Mund bewegt habe, ist das aufgeplatzt. Und es hat so wehgetan und mir so die Laune verdorben und so meine Moral geschädigt, dass ich jetzt dazu übergegangen bin, immer irgendwas dabei zu haben, um das draufschmieren zu können. Denn das hatte ich nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als das damals passiert war, nichts dabei, womit ich das irgendwie hätte verbessern können. Und so hatte ich dann einfach nur diese völlig blutigen Lippen. Das war super scheiße. Dementsprechend, das passiert mir nicht nochmal. Erfahrung habe ich daraus gelernt. Von daher, das kleine Ding hier ist in so einer kleinen Alubox. Einfach ein bisschen Bienenwachs für die Lippen. Und dann hat man, könnte eigentlich sehr gut ins Bubu-Kit, fällt mir gerade ein. Muss eigentlich nicht ins Survival-Kit besser werden. Wäre das ins Bubu-Kit zu packen, das wäre so eine gute Idee dafür. Schauen wir weiter. Ich habe ein Knicklicht da drin. Kann man immer gebrauchen. Notfalllichtquelle in Rot. Taktisch, klassische taktische Farbe. Den Sawyer-Filter hatte ich erwähnt. Auch hier ist nochmal eine Wärmedecke drin, hier hinten reingeschoben. Auch da nochmal zum Wärmeerhalt. Ein Stück Paracord, weil Schnur. Und ein so ein komisches, tacticooles Ding. Das ist ein Feuerstahl, im Endeffekt ein ganz kleiner. Einfach auch nochmal Notfall, weitere Feuerquelle, falls notwendig, man weiß ja nie. Wie gesagt, da wäre noch ein Feuerzeug drin gewesen, das mit Panzertape umwickelt gewesen war. Und natürlich war hier drin, das habe ich auch schon wieder direkt nachgefüllt, ein Teelicht. Wie ihr wisst, unglaublich wichtiges Teil. Als Rucksack hatte ich dabei den Eberly Stock Half-Track. Kenne ich auch aus der Bundeswehrzeit. Wir waren ja als Joint Fire Funker hauptsächlich und dementsprechend war das immer ein geiler Funkrucksack und lässt sich super geil tragen. Warum auch den? Einfach, weil das der größte ist, den ich habe, obwohl das nicht viel sind. Ich glaube, es sind 30, 40 Liter. Weiß ich gar nicht, wie viel da so genau reinpasst. Also von daher habe ich den genommen. Insgesamt vom Gewicht her 10, 12 Kilo Gepäck wahrscheinlich, nicht mehr. Und ja gut, wenn man vielleicht den Smog und alles, was darin berechnet, maximal 15 Kilo. Also ich habe mich nicht gewogen, ich weiß es nicht so genau. Aber das war im Endeffekt alles, was ich dabei hatte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls euch noch was aufgefallen ist oder so, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe alles erwähnt, was da so zum Einsatz kam. Mir fällt gerade ein, ich habe doch noch was vergessen. Und zwar hatte ich noch dabei einen Kompass. Und dieses Monokular von Bresser, womit man Dinge oder Menschen beobachten kann. Ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt. Jetzt, da wir die Ausrüstung abgehakt haben, wollte ich auch noch eine Folge machen, wo es darum geht, eure Fragen zu beantworten zu dieser Übung und mein Feedback zu der Übung. Also was ich so darüber denke, was meine persönlichen Erfahrungen waren, einfach so von dem, was wir gemacht haben, losgelöst von der Ausrüstung jetzt. Hier sollte es jetzt nur um die Ausrüstung gehen und in der nächsten Folge wirklich um Erfahrungen, Feedback, und eure Fragen, also wenn ihr welche habt, wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt und ihr sagt, ey, warum seid ihr da so vorgegangen, warum habt ihr das so gemacht, schreibt es hier in die Kommentare oder unter die jeweiligen Siri-Videos in die Kommentare. Ich sammle das alles und werde daraus dann nochmal ein Video machen, wo ich diese Fragen explizit beantworten werde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch hat auch die ganze Siri-Übung gefallen. Falls ihr keine Ahnung habt, wovon ich eigentlich die ganze Zeit rede, ich verlinke es einfach nochmal jetzt am Ende des Videos, dann könnt ihr da nochmal ab Folge 1 starten. Ist ein Vierteiler über eine Übung, die ich in Österreich für die European Security Academy Austria absolviert habe. Und da könnt ihr dann nochmal reinschauen und ein paar andere Videovorschläge lasse ich euch auch da. Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keinen weiteren Content, denn es soll noch viel cooles Zeug auf dem Kanal natürlich kommen. Ich danke euch, dass ihr reingeschaut habt, danke euch für alle Kommentare und Likes. Bis zum nächsten Mal hier bei Fox Scout Survival. Werde jetzt Patreon und unterstütze uns und unsere zukünftigen Projekte schon ab 1 Euro im Monat. Jeder Patreon erhält Zugriff auf exklusives Bonusmaterial in Form von Texten, E-Books, Podcasts und Videos. Wir planen einen exklusiven Fox Scout Survival Supporter Patch und persönliche Treffen und Kurse nur für Patreon-Mitglieder. Also werde jetzt Patreon und klick auf den Direktlink in der Videobeschreibung. Dort erhältst du alle weiteren Informationen.
Thank you.